Ja, wie erstellt man jetzt so ein Formular, das ausfüllbar ist? Ich habe jetzt hier mal eins vorbereitet, wie es später aussehen soll. Also hier habe ich ein PDF mit dem Acrobat Reader geöffnet. Ich habe das Ganze als Tabelle aufgebaut und zwar deshalb, weil man sich dann beim Bewerten leichter tut. Man kann also hier das Ganze in Form von einer Tabelle mit einer Spalte so einrichten, dass ich sage, okay, hier richtig. Wenn ich hier ankreuze, dann kann ich das entsprechend bewertet zurückschicken, sonst müsste ich es ja ausdrucken, mit der Hand korrigieren und dann wieder einscannen und dem Schüler zurückschicken. Hier könnte ich natürlich noch ein Feld reinsetzen mit richtig falsch. Ja, also diese Formularfelder, die können dann hier angesteuert werden und dann kann ich entsprechend die Eintragungen machen. Also das sind hier normale Textfelder. Hier sind es Kontrollkästchen. Vorteil vom Kontrollkästchen ist, dass ich mehrfach die Auswahl habe. Dann das eine sind Listenfelder. Da klicke ich hier rein, suche eine Auswahl. Und hier auf der anderen Seite haben wir Kombinationsfelder. Und zwar, ich habe das praktisch eine Mischung aus dem Listenfeld und im Textfeld, das heißt, ich kann jetzt praktisch selber noch eine Eintragung machen. Also wenn ich möchte, dass hier nur bestimmte Werte stehen, mache ich es am besten mit einem Listenfeld. Ansonsten, wenn ich noch die Möglichkeit geben möchte, dass man selber Eintragungen macht, dann halt das Kombinationsfeld. Und dann haben wir noch die Möglichkeit der Optionsschaltfläche. Hier ist nur immer eine Auswahl möglich. Also ich könnte auch drei Möglichkeiten der Antwort aufziehen und ich kann aber dann immer nur eine auswählen. So, wie macht man das Ganze jetzt konkret? Ich habe jetzt schon mal ein Arbeitsblatt hier vorbereitet. Bevor wir überhaupt anfangen können, ein Formular zu erstellen, brauchen wir unter Ansicht Symbolleisten die Formularsteuerelemente. Und hier haben wir auch schon den Werkzeugkasten und der Entwurfsmodus, der muss anmarkiert sein. Den Assistenten, den schalten wir vorerst aus. So, ich empfehle hier entweder eine Tabelle aufzuziehen, so wie ich es vorhin gezeigt habe, aber aus Vereinfachungsgründen zeige ich es jetzt mal ohne Tabelle. Das erste, was wir machen, sind diese Textfelder. Die ziehe ich hier einfach auf. Und dann verhält sich dieses Textfeld auch schon wie ein Buchstabe. Das heißt, ist praktisch wie ein großes Zeichen, das ich dann entsprechend hier versetzen kann. Wenn ich hier doppelt draufklicke, dann kann ich hier weitere Einstellungen vornehmen. Also ich kann zum Beispiel die Höhe und die Breite genau definieren. Also wenn ich sage, es soll 6 cm breit sein, von der Höhe her immer 80 hoch, 0,80. Dann habe ich hier immer ein fest definiertes Textfeld. Das kann ich dann auch entsprechend kopieren und dann wieder einfügen. Und dann ist es auch wirklich genau gleich groß. Und gut wäre, wenn man hier mit den Tab-Tasten das so hinpositioniert, dass die Textfelder alle gleich untereinander auftauchen. Oder wie gesagt, in der Tabelle arbeiten. Das war jetzt diese Aufgabe in den Textfeldern, Uhrzeiten, kreuze richtige Schreibweise an. Da macht man das Ganze mit einem Markierfeld. Hier kann ich hergehen, das erstmal so einfügen. Dann klicke ich hier wieder doppelt drauf. Und hier steht Titel Markierfeld. Da kann ich die Auswahlmöglichkeit reinschreiben. Also ich habe einmal 07:15 Uhr. Wenn ich das wieder verlasse, dann steht das hier auch. Wenn mich das stört, dass die Schrift ein bisschen kleiner, schmäler ist, dann kann ich das auch einstellen, wenn ich hier also doppelt draufklicke. Und hier haben wir irgendwo die Schrift nochmal. Wo haben wir sie denn? Schrift hier. Und im Text ist, glaube ich, Areal eingestellt. Und Schriftgröße 11. So, und dann schaut es genauso aus wie im übrigen Text. Und jetzt kann ich hergehen und dieses Feld einfach Steuerung C, Steuerung V. So, und dann die zweite Auswahlmöglichkeit, kann ich hier drauf gehen
und das entsprechend verändern. Also die falsche Auswahl, mache ich es wieder zu und dann hat sich das entsprechend verändert. Und das hier, das lösche ich wieder raus. Gut. Dann kommen wir zu den beiden Listenfelder und Kombinationsfeldern. Das füge ich an dieser Stelle hier ein. Und zwar geht es hier um Ordnungszahlen. Das mache ich einmal mit dem Listenfeld. Ein bisschen größer aufziehen. Das lösche ich mal wieder. Und jetzt fehlen in dem Listenfeld natürlich noch Eintragungen. Und die kommen hier rein. Listeneinträge. Hier geht es einfach nur darum, 1 Umschalttaste gedrückt lassen. Dann komme ich in die nächste Zeile. 1 mit dem Punkt, also Ordnungszahl. Die schreibt man mit Punkt. Wenn ich das Ganze hier verlasse, dann habe ich hier mein Auswahlfeld. Kann ich jetzt gerade nicht auswählen, aber später dann als PDF. Ich gehe wieder in den Entwurfsmodus. Jetzt kommt diese Fläche hier dran. Auch wieder schauen, dass man das Ganze etwas größer aufzieht. Ich lösche mal wieder. So, und hier auch draufklicken. Und wir haben hier unten die Einträge, Listeneinträge. Und hier geht es um die richtige Schreibweise vom Betrag. Einmal mache ich das mit Punkt, Euro, Umschalttaste, damit ich in die nächste Zeile komme. 355,34 €. So, dann, wenn ich die Eingabetaste drücke, schaut das Ganze so aus. Ich kann aber auch gleich hier X klicken und dann ist es auch wieder zu. So, hier kann ich auch nichts auswählen. Okay, also wir werden es dann nachher sehen, wenn wir das Ganze als PDF abspeichern und da nochmal auswählen. So, jetzt haben wir noch eine Möglichkeit mit der Optionsschaltfläche. Hier unten sind diese drei verschiedenen Möglichkeiten. Telefonnummer, also einmal die richtige Schreibweise, eine alte Schreibweise, noch ältere Schreibweise. Die letzten beiden sind nicht richtig. Und dann mache ich jetzt Folgendes, also Bearbeitung wieder einschalten, diesmal den Assistenten einschalten und ich brauche hier den Gruppierungsrahmen. So, dann kann ich hier das Ganze aufziehen und jetzt erst einmal kommen die Antwortmöglichkeiten dran, also die erste Schreibweise, die richtig ist. Also kann natürlich auch die zweite oder dritte Möglichkeit sein. Das ist jetzt nur das Beispiel, was ich bringe. Dann die alte Schreibweise. Und eine noch ältere Schreibweise. Gut. Dann sage ich, es soll kein Feld ausgewählt sein. Ich sage weiter. Hier machen wir die 1 raus. Brauchen wir auch nicht. Und jetzt sehe ich aber, ich habe einen Eintrag zu wenig. Habe ich da was vergessen? Probieren wir es nochmal. 08136. Halt Schrägstrich. Ich wahrscheinlich hier hinzufügen nicht gemacht. Okay. Jetzt sind alle drin. Jetzt sage ich weiter. So, und beim Gruppierungsrahmen, das wäre das hier, da kann ich die Frage stellen. Wähle die richtige Schreibweise aus. Okay. Dann sage ich fertigstellen. Hier habe ich jetzt auch keine Optionsschaltflächen, wenn ich hier Tabufsmode. Ah, okay. Und hier funktioniert es auch. Okay, dann wollen wir das Ganze mal testen. Ich klicke hier auf dieses Symbol als PDF exportieren. Habe ich das Ganze schon mal getestet. Ersetzt das Ganze. So, und dann öffnen wir das mal. Also hier, 13. März ist ausfüllbar, Kontrollkästchen sind auch auswählbar. Dann hier, okay, hier müssen wir aufpassen, dass wir das vielleicht etwas größer aufziehen, damit es hier noch entsprechend darstellbar ist. Und hier haben wir jetzt noch die Optionsschaltfläche, wo immer nur 1 ausgewählt werden kann. Ja, das Ganze nach diesen Eintragungen sollte Schüler halt abspeichern und dann halt wieder in Mebis hochladen und dann kann man es öffnen und entsprechend korrigieren. Okay.